Ich bin Rainer Rohde, ich bin seit über 25 Jahren im Rechenzentrum der Finanzverwaltung. Ich habe da nach meiner Steuerausbildung, also ich bin so gelernter Steuerbeamter, sieht man vielleicht nicht ganz, aber bin ich, und habe mich aber dann noch entschlossen, Software zu bauen. Es gab die Möglichkeit, ins Rechenzentrum der Finanzverwaltung zu wechseln und habe dann da einige Jahre lang Steuerprogramme geschrieben, und danach war ich Datenbankadministrator und danach so Sachen gemacht wie Qualitätsmanagement. Und ja, jetzt als Dezernent bin ich verantwortlich für Methoden, Tools, für einige Softwareentwicklungsbereiche. Und einen Entwicklungsbereich darf ich noch selbst als Projektleiter führen, und das ist Gegenstand dieses Vortrags. Ja, eine Agenda. Ich werde ein bisschen was sagen. Wer ist das Rechenzentrum der Finanzverwaltung? Dann, was ist das Projekt Convic, heißt es bei uns, im Vorhaben Konsens. Konsens haben Sie vielleicht gehört. Ist der Versuch, die Steuersoftware zu vereinheitlichen. Wieso nehmen wir Scrum als agile Methode? Und dann, was ist besser geworden, nachdem wir es gemacht haben? Und danach sind wir ganz dicht am Mittagessen. So. Wer ist das RCDF? Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung ist zentraler Dienstleister in Nordrhein-Westfalen für alle Finanzämter. Das ist das große Kerngeschäft. Wir entwickeln die Software, die in den Ämtern genutzt wird, um die Steuern festzusetzen. Wer von Ihnen aus NRW kommt, kriegt also mindestens einmal im Jahr von uns einen Steuerbescheid, auf dem dann draufsteht, was er zu zahlen hat oder was er wiederbekommt. Wir haben ca. 28.000 Beschäftigte in der Finanzverwaltung, die also unsere Software nutzen, die wir bauen. Und das machen wir im RCDF zusammen mit ungefähr 660 Leuten. Die Hälfte davon ist in der Anwendungsentwicklung, die andere Hälfte ist im produktiven Bereich. Und bei der Softwareentwicklung werden wir dann auch noch von ungefähr 100 externen Beratern entweder gecoacht oder bei der Entwicklung auch unterstützt, weil wir die Ressourcen nicht selbst haben. Was machen wir sonst noch im Rechenzentrum? Wir machen noch so Sachen wie den Landeshaushalt rechnen, wir rechnen, aufstellen, die Mittel verwalten. Also gucken auch, dass das Geld, was wir von Ihnen einnehmen, auch wieder ausgeben für alle wichtigen Dinge, die die Ministerien so brauchen. So, dann haben wir das Projekt Convic im Konsens. Was ist Konsens? Das ist das bundesweite Vorhaben, die Steuersoftware in den Ländern zu vereinheitlichen. Bislang ist es so, wir haben in 16 Ländern, nicht 16 unterschiedliche Programme, aber doch unterschiedliche Programmsysteme. Und vor etlichen Jahren hat man sich zusammengeschlossen. Die Finanzhoheit oder ist Ländersache. Das heißt, das Einnehmen der Steuern ist Sache der Länder. Das heißt, die Länder mussten übereinkommen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt zusammen mal. Und deshalb gibt es das Projekt Konsens, mit dem wir das machen werden, die Software einheitlich zu nutzen. Was ist das Projekt Convic? Wir haben dann vor einigen Jahren angefangen und haben gesagt, okay, wir müssen aber auch wissen, wo stehen wir mit unserer Softwareentwicklung, welche Ziele werden im Moment erreicht, welche werden nicht erreicht. Also ein Steuerungshilfsmittel für Steuerungsgremien und ein zentrales Werkzeug bräuchten wir für die Projektleitung. Und das war der Ansatz, warum wir gesagt haben, okay, man kann es kaufen. Haben uns den Markt angeguckt und gesagt, jedes Werkzeug, was auf dem Markt für Multiprojektmanagement geeignet ist, hat ja die eine oder andere Schwäche, die uns nicht so weiterhilft. Und deshalb haben wir uns entschlossen, wir bauen da was selbst. Und dann hat das Land Nordrhein-Westfalen die Aufgabe übernommen, das zu tun. Und dann kam der Chef irgendwann zu mir und sagte, Herr Rohde, Sie haben es gewonnen, machen Sie das mal. Wie ist das Projekt Konsens in sich so ein bisschen aufgestellt? Das ist ja ein recht umfangreiches Projekt. Wir haben auf der untersten Ebene, wir nennen es Verfahren. Ein Verfahren kennen Sie alle, Elster. Also wer mit Elster-Formular oder so seine Steuererklärung abgibt, der nutzt Software, die aus diesem Projekt Konsens herauskommt. Und unterhalb von Verfahren gibt es Projekte, Teilprojekte. Der Verfahrensmanager muss einmal im Monat einen Bericht abgeben. Das macht er auch mit einem Projektmanagement-Werkzeug, was Ihnen gefällt. In Bayern wird das mit Instep gemacht seit dem letzten Jahr, hat uns ja Frau Geisler gezeigt. Die anderen Länder dürfen ihre eigenen Projektmanagement-Werkzeuge nutzen und
mussten das berichten. Das wurde, bevor wir Convict hatten, mit Excel-Tabellen gemacht. Das heißt, kommt gleich auf einer anderen Folie noch ein bisschen, wie es strukturiert ist. Es wurde ans Forms-Management monatlich berichtet. Das ist, die haben die Werte aggregiert und dann den Steuerungsgremien zur Verfügung gestellt, damit die dann entscheiden können, welches Projektverfahren kann noch Geld bekommen oder gibt Geld zurück, weil bestimmte Dinge noch einfach im Moment nicht machbar sind. So, und genau an dieser Stelle setzen wir dann auf und sagen, okay, wir sind das Hilfsmittel für die Steuerungsgremien. Die Projektleiter, Verfahrensmanager müssen damit arbeiten, müssen ihre Berichte abgeben, aber letztendlich sind wir dazu da, die Daten so aufzubereiten oder zur Verfügung zu stellen, dass die Steuerungsgremien Entscheidungen treffen können. Wie ist das Projekt Convict strukturiert? Wir haben eben mal ganz vereinfacht drei Ebenen. Wir haben die Steuerungsgremien, das ist zwei im Wesentlichen. Die einen beschäftigen sich aus der Sicht Entwicklungsleitung, was bauen wir, und dann gibt es ein Steuerungsgremium, was strategische Entscheidungen trifft. Die sind ein bisschen übergeordnet und die gucken mit ein bisschen anderen Fokus auf die Zahlen, die wir da haben. Dann haben wir ein Finanzmanagement, was den Mittelabfluss überwacht, weil die Länder hätten ja auch gern den Einsatz ihrer Mitarbeiter bezahlt, den Einsatz der externen Mitarbeiter wird über eine Umlage bezahlt aus dem Budget, der im Konsens zur Verfügung steht. Und dann haben wir einen Aufgabenbereich, der heißt Vorabendsmanagement. Das ist ein Team, was eben diese Berichterstattung de facto macht. Und für dieses Team ist ein großer Teil der Software, die wir gebaut haben, gedacht. Und ein paar andere Dinge sind halt zur Verfügung, können sich alle informieren. So, die Vision in Convict ist, wir haben da einen großen Infopool und alle wirklichen Informationen für dieses Projekt oder für das Vorhaben Konsens sind da drin enthalten und wir können die notwendigen Informationen da bereitstellen. Haben wir aber auch noch ein bisschen was zu tun. Wir haben verschiedene Prozesse, wie zum Beispiel den Statusbericht. Das ist das, was der Verfahrensmanager sagt. Er sagt, so und so viele Manntage sind im letzten Berichtszeitraum da eingeflossen. Wir haben das Geld ausgegeben für Externe. Wir sind aber auch in den Teilprojekten weitergekommen. Da wird dann Fortschritt geschätzt, gerechnet und das wird berichtet. Die Länder melden ihre Finanzdaten, sprich wie viel Geld ist abgeflossen de facto, um dann auch nachzuhalten, können wir noch ein neues Projekt starten, haben wir dafür noch Geld, weil sich ein anderes vielleicht verzögert hat, weil wir die Ressourcen wie neue Mitarbeiter oder externe Mitarbeiter noch nicht unter Vertrag nehmen konnten. Das Geld war eingeplant, steht aber oder wird wohl nicht mehr abgerufen werden. Dann haben wir über ein Portal, das können sich relativ viele Leute ansehen, Informationen zu diesen Informationen abrufen. Das ist ein bisschen gefiltert, je nachdem, welche Rechte wir denen gegeben haben. Also die müssen sich bei uns anmelden und sagen, ich bin Mitglied in diesem Steuerungsgremium und dann bekommt er bestimmte Rechte, Sichten, Angeboten, was er denn dann sehen darf. Und wir machen Standard-Reportings für das Vorhabensmanagement, mit denen die dann in Sitzung gehen können, erklären können, wo stehen wir denn da. Einen großen Teil, den wir gebaut haben, ist, wir müssen ja irgendwie die Aufgaben, die wir in dem Vorhaben machen, bewerten, was ist uns wichtig, weniger wichtig. Und dementsprechend haben wir eine Bewertungskomponente geschrieben, wo die Länder und jedes Land für sich und kann auch nur seine Eingaben sehen, sagen kann, mir ist dieses Produkt, was wir noch bauen wollen, so und so wichtig aus dem und dem Grund. Daraus ergibt sich eine Punktzahl. 6 Länder bewerten das, nicht alle 16. Und danach ergibt sich ein Ranking und wir ermitteln, wann die Budgetgrenze erreicht ist. Und entweder ist das oberhalb oder unterhalb der Linie, beziehungsweise die Steuerungsgremien können sagen, ja, hat zwar so nominell verloren, ist uns aber politisch wichtig und bekommt dann trotzdem im Nachhinein noch Geld. Das ist so im ganz Groben. Was ist das für eine Aufgabe, die an mich herangetragen wurde? Vom Prinzip her soll ich so eine eierlegende Wollmilchsau programmieren, sprich am Ende wollen sie wissen, wann wird das auch zum Einsatz kommen, wo geht es noch hin, wie lange brauchen wir bis dahin.
Und das war der Auftrag. Wieso Scrum als agile Methode? Wir sind gestartet vor 3 Jahren mit Excel-Tabellen und die Leute haben gesagt, das hätten wir gern anders, ein bisschen hübscher über eine Web-Oberfläche. Und wir haben mit jedem Berichtsmonat andere Anforderungen gehabt, was wir zu realisieren hatten. Das berühmte Moving Targets war so schlimm, dass, wenn sie nicht Schrot genommen haben, sie das Ziel mit Sicherheit nicht mehr treffen konnten, weil sich das so schnell verschoben hat. Das war eine Herausforderung. Dann sind Aufgaben umpriorisiert worden. Ich habe als Projektleiter gesagt, ich würde gerne so und so, scheint mir sinnig, das zu bauen. Dann haben wir es an einem Stück fertig. Da hat man gesagt, ja, haben Sie recht, aber wir hätten das trotzdem gern anders. Wir hätten gern die und die Variante vorgezogen. Dann bauen Sie es doch nur bis da und fangen dann später, machen Sie es dann wieder weiter. So ein klassisches Thema. Und ich habe innerhalb von 4 Wochen immer Software bereitstellen müssen, nämlich zu jedem neuen Berichtsmonat, gerade am Anfang. Das ist schon mal so ein bisschen schwierig und die Anforderungen waren zum Teil auch relativ unscharf formuliert, meist nur in so in 3 Sätzen. So, das war die eine Variante und so von der Sicht Auftraggeber. Und dann die zweite Variante, die mich so motiviert hat, mal über Scrum nachzudenken, war die Optimierung von internen Abläufen innerhalb des Teams, was die Softwareentwicklung gemacht hat. Die Planung der Releases sollte für mich ein bisschen transparenter und besser werden. Ich habe eine Möglichkeit gesehen, gerade im Zusammenhang mit Instep, meine Stakeholder besser einbinden zu können, indem ich automatisierter die Vorlagen machen könnte, nämlich ein Pflichtenheft, was wir laufend nachgebessert haben. Und wer mit größeren Word-Dokumenten schon mal gearbeitet hat, hat auch schon mal festgestellt, dass dann sie ändern wenige Zahlen, aber ihre komplette Verlinkung innerhalb des Dokumentes geht verloren und sie passen es per Hand wieder an. Hat uns dann bei dem Pflichtenheft immer so für kleine Änderungen einen Tag Aufwand gekostet. Da habe ich gedacht, das kann eigentlich Instep ganz gut generieren. Und die Dokumentation ist, wenn man es in einem Werkzeug hinterlegt, nachhaltig verbessert zu erstellen. Und dann war ich vor einem Jahr hier auf der Nutzerkonferenz und habe dann mit Herrn Müller und Herrn Lewitz gesprochen, habe gesagt, das und das sind die Ideen, die ich habe. Und ich glaube, dass Scrum vielleicht auch für mein Team die richtige Methode ist. Das haben wir dann hier bei ähnlich schönem Wetter draußen besprochen und gesagt, okay, das ist es. Haben wir dann ein kleines Beratungsprojekt aufgesetzt. Der Lewitz ist bei uns vorbeigekommen, hat mein Team erstmal in der Methode Scrum geschult, dann haben wir es aufgesetzt und gesagt, okay, das ist etwas, was wir tun können. Was wird besser? Wir haben, das ist ja so ein Ansatz von Scrum, das Team übernimmt die Verantwortung für das, was es tut. Sprich, ich sage als euer Product Owner, das und das sind die von mir vorpriorisierten Aufgaben. Schafft ihr das im nächsten Sprint? Wenn ihr das im nächsten Sprint macht, ist mir das egal, wie ihr das macht. Organisiert euch selbst und liefert es aber ab. Und wenn ihr ein Problem habt, kommt zu mir und ich versuche, die Probleme für euch zu lösen. Dann haben wir das Problem Umgang mit Störungen gehabt. Das heißt, das Vorhabensmanagement in Bayern waren die Kollegen, für die wir auch am meisten was bauen. Die rufen an, rufen immer direkt immer bei einem Mitarbeiter an, reißen dem aus dem Gedankengang raus und man kommt so nicht wirklich voran. Das war so, was ich, bevor wir es eingeführt haben, gehört habe. Ich weiß gar nicht, was ich gestern den ganzen Tag gemacht habe. Ich weiß nur, ich habe 5-mal telefoniert und jedes Mal was anderes gemacht. Es war auch ein Fehler dabei, aber das eigentlich, was ich machen wollte, habe ich nicht geschafft. Da habe ich gesagt, okay, versuch es doch mal. Lass nur einen telefonieren, geht nicht jeder ans Telefon dran. Da saß das Team auch noch am Anfang in einem Zimmer. Wenn ihr wisst, wer das ist, kann ja jemand anders den Anruf übernehmen. Hat so nicht irgendwie funktioniert. Gut, dann haben wir diese Methode Scrum eingeführt und da hat das Team sich gedacht, okay, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen einen Kommunikationsbeauftragten pro Woche. Einer ist verantwortlich, in einer Woche mit den Kollegen, die von draußen anrufen, zu reden.
Der telefoniert mit denen, der klärt ab, was an Mail-Anfragen reinkommt, hakt danach und er muss es ja nicht erledigen, aber er redet mit denen. Und die anderen lassen das mit dem Reden mal sein. Das habe ich den Kollegen in Bayern auch erklärt, habe gesagt, wir machen das jetzt anders, ihr werdet aber dafür zuverlässiger jemanden am Telefon erreichen, als wenn er immer versucht, den einen oder den anderen, der vielleicht doch gar nicht am Platz ist. Und wir haben überlegt, wie geht man mit mir als Product Owner um? Und dann war ganz schick, nach einer Woche, an einem Whiteboard haben wir eine Position eingerichtet, schön mit so einer Flasche, haben so eine Flaschenpost daraus gemacht und immer wenn da was hing, was ich zu entscheiden habe, hing das da. Das heißt, ich bin reingekommen, habe auf die Tafel geguckt, wenn da nichts hing, hatte ich nichts zu tun und wenn da was hing, musste ich mir mal angucken, was steht da denn auf dem Zettel drauf, was habe ich zu tun. Was die Sache so ein bisschen formalisiert und das Team dann an der Stelle ein bisschen entlastet hat. Was ist noch besser geworden? Wir haben die Verantwortlichkeiten im Team ein bisschen klarer strukturiert. Das Team ist sich klar, dass sie mir rechtzeitig sagen muss, wenn sie was nicht schaffen, damit ich es ändern kann, abstellen kann, die Störungen, die da entstehen sind, machen kann. Der Wissenstransfer im Team ist erhöht worden. Es war vorher ein bisschen heterogen, was die Kenntnisse über die Entwicklungswerkzeuge angeht oder so. Und durch dieses Daily Scrum Meeting haben wir das erreicht, dass A, jeder wusste, woran wurde gestern gearbeitet, bis wohin sind wir denn gestern gekommen, was soll heute gemacht werden. Und wenn dann jemand krank geworden ist, waren die Leute auf dem Stand, okay, bis gestern hat er gesagt, er ist da und da. Und vorher war das so, jeder hat sich eine Aufgabe genommen, hat die auch erledigt, aber das hat dann 3-4 Tage gedauert und man wusste aber nicht genau, wo steht er denn in dieser Aufgabe, weil dieser Formalismus durch dieses Meeting einfach nicht da war. Die haben zwar sehr viel miteinander kommuniziert, das also will ich gar nicht abreden, aber so ein paar Formalismen führen dann dazu. Und dann, das hat mich erstaunt und das habe ich auch als Feedback bekommen, ist dieser psychologische Effekt von den Burn-Down-Charts. Man hat immer das Gefühl, wo stehe ich denn, wo muss ich denn noch hin? Ich habe eine Aufgabenschätzung, ich brauche 40 Tage dafür oder was auch immer. Was habe ich noch zu tun? Da muss man immer selbst reflektieren, habe ich das geschafft oder nicht geschafft? Und diese Methode ist einfach aus der Sicht für mich genial. Man nimmt sich ja was vor, hakt das ab, die Tasks sind erledigt, irgendwann die Aufgabe erledigt und die offenen Stundenzahlen sinken nach unten. In idealer Weise an der Linie mal drüber. Wir haben auch schon mal Zickzack gespielt. Ne, war wieder durch die Linie durch. Aber man sieht, man schafft was weg. Und das war vorher nicht wirklich wahrnehmbar. Man hat vielleicht genauso viel geschafft, aber Psychologie ist sehr wichtig bei Menschen, hat so nicht funktioniert. Es kam nicht an, ich habe da was geschafft. Und wenn man relativ kurze Sprints macht, wir haben angefangen mit Wochensprints, machen jetzt wieder 14-Tage-Sprints, haben dann erkannt, das ist sehr hilfreich für den Kopf, ich schaffe das, ich stehe da, ich bin nach 3 Tagen schon vielleicht, weil es richtig gut gelaufen ist, wenig Störungen waren, schon mal 50%, dann kann man ja hinterher auch vielleicht noch was dazu nehmen. Und das ist dann auch was, was man dann messen kann über so ein Release, über 3 Monate oder so, wo man hinterher sieht, dass man jede Woche mehr Punkte schafft oder zumindest nicht stagniert. Wir haben auch Wochen gehabt, haben wir nichts geschafft. Da ist so viel an Störungen reingekommen, weil wir ein laufendes System haben, was wir auch am Leben halten müssen und dann eben einfach diese Dinge dann miterledigt haben, aber nicht wirklich vorangekommen sind, was die eigentliche Entwicklung angeht. Aber wir haben auch diese Aufgaben bepunktet und mit reingenommen. Aber sie waren dann halt am Ende nicht erledigt und man sieht dann trotzdem auch, dass man was schafft, weil man dann zwar Produktion gerettet hat und nichts Neues entwickelt hat, aber man hat auch für den Kopf gesehen, okay, ich schaffe ja trotzdem was. Ich mache trotzdem meine 20 oder 25 Punkte in diesem Sprint und man hat zwar nicht in die Entwicklung gesteckt für das neue Release, aber eben das alte Release fertiggestellt. Und durch die Retrospektiven, die man am Ende eines Sprints macht, hinterfragt man ja, was können wir denn noch besser machen? Und das ist zwar was, was ich auch vorher in wöchentlichen Status-Meetings gemacht habe, gesagt, wo meint ihr denn, dass da Potenzial ist, wo können wir was machen, habe Input gegeben, habe gedacht,
wir könnten das auch mal versuchen. Und jetzt ist das Team so, dadurch, dass ich das ja am Sprintende immer abfrage, es ja auch eine ritualisierte Maßnahme ist, so eine Retrospektive zu machen, frage ich nach, was war denn richtig gut? Was hat euch besonders gut gefallen? Wo können wir dann sagen, okay, da sind wir auf dem richtigen Weg? Oder was wir uns vor 4 Wochen ausgedacht haben, was wir mal 2-mal ausprobieren wollten, hat nicht funktioniert, dass wir es auch wieder sein lassen. Das heißt, man kann sehr schnell reflektieren, was man machen möchte und wo es hingeht. Und das Team hat das erkannt, dass es dabei selbst nach vorne kommt. So, was hat das denn für das Projekt gebracht? Also das Team ist jetzt erfolgreicher aus meiner Sicht und das ist für mich persönlich wichtig, fühlt auch selbst, dass es kommt. Was haben die Kollegen, für die wir die Software bauen, davon? Zunächst kriegen sie schneller mitgeteilt, was wir in den Release-Abschnitten und in den Sprints tun, weil wir schicken denen nach Erledigung das Sprint-Backlog und sagen, das haben wir da eingebaut. Das wird automatisch, fällt das einfach ab, weil wir haben ein Sprint-Backlog und da steht es drin, wir vergessen auch keine Sachen, die wir erledigt haben. Wenn wir ein Ticket erledigt haben, steht es halt auch da drin. Das heißt, die Kollegen können es auch direkt verifizieren. Mein leidiges Problem mit dem Pflichtenheft haben wir relativ schnell gelöst gehabt, weil die Generierungsfunktionen von Insteps sind da eigentlich für mich völlig ausreichend. Das geht aus dem Product-Backlog heraus, wir kriegen eine vernünftige Struktur da rein und ich habe nicht den Huddel mit dem Nachbessern und dadurch, dass die Stories ja laufend geschrieben werden, muss nicht irgendjemand sich am Ende nochmal hinsetzen oder was tun. Ich drücke auf den Knopf, das Ding kommt raus, ich kann es verschicken, fertig. Eben aus dem erstellten Sprint-Backlog kann ich halt im Nachhinein eine Dokumentation machen dessen, was die neuen Funktionen drin sind, kann die leicht zur Verfügung stellen, auch über diesen Generierungseffekt. Geht relativ schnell, weil alle notwendigen Sachen, die wir da reinschreiben wollen, schreiben wir in die Stories. Und dann da mit rausnehmen und in das Word-Dokument, was ich dann verschicke, halt reinschreiben. Und wir verbessern uns selbst dadurch, dass wir durch die Retrospektiven uns selbst immer hinterfragen und selbst versuchen zu erkennen, was können wir denn besser machen. Wir probieren es dann aus und reflektieren es halt kurze Zeit später wieder. Das ist aus meiner Sicht eigentlich das, was durch diesen Prozess am besten funktioniert. Ja. Was ist der Ausblick? Der Ausblick ist, dass wir das zunächst erstmal in diesem Team so weitermachen. Ich habe ja einleitend gesagt, was ist die Aufgabe meiner Person, unter anderem Methoden, Tools und so weiter zu unterstützen. Wir müssen prüfen, inwieweit lässt es sich auf andere Entwicklungsteams übertragen. Wir haben zum Teil sehr kleine Teams mit nur 2 Leuten, da ist diese Methode nicht wirklich hilfreich, weil das Team zu klein. Wir haben Aufgaben, die funktionieren vielleicht auch mit einem anderen Projektmanagement-Ansatz besser oder ein VMXT oder was auch immer. Man muss also gucken, wo passt es wirklich gut hin, wo wird zumindest in starken Iterationen entwickelt, sodass sich dieser Modus da ganz gut anwenden lässt. Das ist also etwas, was wir gerade prüfen, ob man das im Haus nicht überall, aber in einigen Bereichen vielleicht nicht sinnig einsetzen kann. Was meine persönliche Meinung auch ist. Ja, jetzt habe ich sehr viel, sehr schnell geredet, sodass wir jetzt gleich zum Essen gehen können. Je nachdem, was Sie noch an Fragen haben, beantworte ich Ihnen dann natürlich. Mich würde interessieren, wie lange Sie gebraucht haben, also in Monaten oder Anzahl Sprints, bis Sie so einen Sprint dann auch wirklich fristgerecht erledigt hatten und auch wirklich gesagt wurde, fertig ist fertig. Das ist am Anfang offensichtlich schon mal ein Problem. Also haben Sie da das noch so in Erinnerung oder haben Sie es schon verdrängt? Wir haben am Anfang uns entschieden, wöchentliche Sprints zu machen, um das wirklich überschaubar zu halten und diese Methode auch zu üben. Und dann haben wir geguckt, was schaffen wir. Jetzt muss man das, habe ich eben so ein bisschen angerissen, wir entwickeln neue Software und wir haben sie ja auch im Einsatz. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie gehen wir mit den Dingen um, die wir machen wollen. Wenn ich jetzt 1 oder 2 Wochen keine Störungen habe, muss ich mich darum nicht kümmern, kann ich mehr Software bauen. Weil es ist ja das Schöne an dieser Methode, ich kann, wenn ich alle Punkte erledige, neue reinnehmen, weil die Liste, das Product Backlog ist ja vorsortiert. So. Bei mehr Störungen kommen andere Stories rein,
Deshalb kriegen Sie nicht eine richtig gute Kurve hin, weil Sie müssen dann Sachen hinterher auf nicht akzeptiert setzen, weil sie sind einfach nicht gemacht worden. Wir haben zwischendurch eine Aufgabe gemacht, die wir, weil das eben nur mit wenigen Sätzen beschrieben war, unterschätzt hatten. Wir haben zwischendurch nochmal so ein technisches Redesign auch gebaut und da haben wir uns am Anfang gewaltig verschätzt, wie wir da hinkommen, was das macht. Da habe ich 3 Sprints hintereinander keinen Fortschritt gehabt. Weil wir nämlich festgestellt haben, wenn wir das jetzt angehen, müssen wir das auch noch machen. Das hatte ich gar nicht so gesehen. Das wäre mir auch so passiert wahrscheinlich, aber hier habe ich es jetzt dokumentiert, dass ich mal 14 Tage 0 Punkte mache, weil wir einfach da nicht fertig geworden sind. Wir haben uns dann was angeguckt und haben festgestellt, wenn wir das jetzt angehen, müssen wir das, das, das und das auch noch erst analysieren, ehe wir anfangen, was zu machen. Um auf Ihre Frage zu kommen, wenn Sie relativ präzise beschreiben, was Sie wirklich machen, wenn die Stories wirklich gut gefasst sind, das ist eigentlich das A und O, wenn Sie die Stories gut beschreiben, dass auch alle das Richtige und das gleiche Verständnis haben. Da haben wir sehr lange dran gebraucht. Also ich würde mal sagen, die Selbsterkenntnis des Teams, in wie viel schreibe ich in so eine Story rein? Das ist typisch für so einen Entwickler. Sie sagen dem Entwickler, das musst du bauen. 3 Sätze, sagt er, habe ich verstanden, mache ich. Und dann fängt er an und überlegt und bastelt das und hat es aber nicht aufgeschrieben. Wenn ich jetzt aber will, dass jemand anders das übernimmt, hätte er besser vielleicht mal statt nur 2 Sätze 6, 7 geschrieben und jeder hätte gewusst, wo muss man da hingehen. Wenn wir jetzt Dinge ändern wollen, dann haben wir eine Idee, was müssen wir an Teilen, an Komponenten bauen, was müssen wir an der Datenbank ändern, weil neue Sachen dazukommen. Jetzt schreiben wir das auf. Wir müssen das ändern, wir müssen die Datenbank da ändern. Es gibt entsprechende Tasks dafür. Das dauert eigentlich relativ lang. Wenn Sie ein Team haben, was diese Methode richtig gut hat, ich habe ja mit einem Team angefangen, wo außer einem keiner diese Methode kannte. Man muss sich also da reinfinden und sagen, okay, was dokumentiere ich da? Aber wenn ich das hinterher habe, das Team hat jetzt auch erkannt, wir schreiben da mal was rein. Wir schreiben auch vielleicht nicht alles rein, was wir über Generierung aus dem Sprint-Backlog, dann nehmen wir dann bestimmte Felder, wo wir nur intern das reinschreiben. Und da schreiben wir dann auch Lösungswege jetzt inzwischen rein. Das heißt, eine Story, die wir jetzt neu machen, hat nicht nur die Anforderungen an die Story, sondern wir skizzieren unter Lösung auch, wie die Lösung gebaut werden soll. Das haben wir am Anfang nicht gemacht und das hat dann dazu geführt, dass wir erst während wir es gemacht haben, gesagt haben, oh, hier haben wir an verschiedene Dinge nicht gedacht. Und dadurch haben wir es vielleicht auch falsch eingeschätzt als Story, wie viel Aufwand ist das, das zu machen? Oder wie, das, es wird ja nicht Aufwand geschätzt, sondern es wird Abhängigkeiten, Vergleichbarkeiten geschätzt zu ähnlich gelagerten Aufgaben. Und da haben wir uns dann verschätzt. Das ist schon vorgekommen. Aber das hängt eben davon ab, wie gut Ihr Team an dieser Stelle da was macht. Wie gut Sie das, die Methode an der Stelle beherrschen. Und das hat halt so ein halbes Jahr gedauert, jetzt sind wir da aber auf einem guten Weg.